Mittendrin im großen Sportfinale geht es hier jetzt weiter mit weiteren spannenden Themen. Herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Ja, Veit, hättest du es gedacht, letzte Woche Samstag. Also ich war in der Stadt, bin ein bisschen rumgelaufen, habe ein bisschen eingekauft und habe mir dann gedacht, ich gucke mir jetzt vielleicht dann doch noch die Bundesliga an und haben mich die langen Vorberichte erschüttert. Dann habe ich erst nochmal irgendwie eine alte Folge irgendwas in der ARD-Mediathek angeguckt. Schalte dann allerdings so um 16 Uhr doch rüber und stell fest, da geht's ja um was. Ja, so ging es mir auch ein bisschen. Erstmal, hallo, Veit Luca Roth. Hi, Fabian, wie geht's dir? Alles gut. Schön, dass ich wieder da sein darf. um deine Frage zu beantworten, ich war letzten Samstag auch tatsächlich vorm Fernseher gesessen und habe mir gedacht, irgendwie freue ich mich auf einen spannenden Spieltag mit vielen Entscheidungen und habe eigentlich mehr damit gerechnet, dass es spannend im Abstiegskampf wird. Und weniger spannend in der Meisterschaft, weil ich jetzt nicht damit gerechnet hatte, dass die Stadt Dortmund das noch nehmen lässt. Und war dann einigermaßen erstaunt. wie so manche. Ja, und vor allem, dann war ich noch mehr erstaunt, wirklich. Abpfiff, Breaking News. Kahn und Samihamidžić sind entlassen worden, während Samihamidžić mit der ganzen Sache ja noch vielleicht sportlich umgegangen ist. Könnte man raushören, dass Kahn irgendwie auf so ein Handshake und Zurücktreten nicht begeistert war. Ich glaube, da werden noch ein paar Anwälte mitreden müssen. Ja, das wird auf jeden Fall noch die eine oder andere Schlagzeile diesen Sommer produzieren, vermutlich. Nachdem Oliver Kahn ja in seinem Bruder einen doch recht lautstarken Mitstreiter gefunden hat. Ist mir auch irgendwie, Axel Kahn heißt er, glaube ich. Ja. Habe ich jetzt vorher auch so auch noch nicht wahrgenommen, aber gut. Ja, das wird auf jeden Fall trotz fußballfreier Zeit mit Sicherheit eine interessante Zeit. Jetzt kommen ja erstmal zumindest in Sat 1 vier Relegationsspiele, gefolgt von der Conference League, ich glaube bei Nitro, und dann das Champions League Finale im ZDF. Genau. Und ZDF. Wir haben noch dieses Wochenende den DFB-Pokal und den Finaltag der Amateure. Ach, das ist immer schön. Das ist tatsächlich schön. Das macht immer große Freude, den ganzen Tag Konferenzpokal sozusagen zu gucken. Und das Schöne ist ja immer bei solchen, also bei dem bei diesem Tag, genauso wie bei der ersten Runde des DFB-Pokals, waren schon legendäre Spieltage dabei, wo man dann Elfmeterschießen irgendwann um 15 Uhr, also um 17 Uhr hatte, mit Vierer-Splitscreen. Ja, das ist tatsächlich immer lustig, das stimmt, ja. Das ist geil. Wer spielt denn überhaupt? Guck mal doch mal ganz kurz hier nochmal rein, ob wir jemanden kennen. Wacker Nordhausen, das kennt man, das ist im Harz. Aumo und Fegesack, Jan Böhmermann ist vielleicht dann beim FC Oberneuland mit dabei, was man immer so hört. Der war ja mal vor Jahren da schon und hat das ein bisschen inszeniert auf seinem, ich glaube, Instagram-Kanal. Wir haben natürlich heiße Partien wie Wormatia Worms gegen Mainz. Oder Düren gegen Köln, das ist ja schon Lokalderby. Ja, oder auch die Stuttgarter Kickers gegen Balingen. Ja, die Kickers sind da eigentlich auch so ein Dauergast, gell? Ist auch wieder Cottbus mit dabei? Ich habe es gerade nicht gesehen, aber man kann sich auch freuen, zum Beispiel auf Lok Leipzig gegen Chemnitzer FC. Und Klaus Lufen, der normale Frauenexperte, kümmert sich da um die Jungs. Und für Bayern spielt Illertissen gegen Ingolstadt. Na, da kommt ja große Freude auf.
Der große FV Illertissen darf wieder ran. Mit der Einmann-Internationale-Fraktion. Ich weiß nicht, kennst du das Video? Es ist so ein legendäres Video, wenn da hat irgendwo Illertissen auswärts gespielt in einem relativ modernen wirkenden Stadion und dann saß ein Illertissen-Ultra auf der Tribüne und hat das ganze Stadion vollgeschrien und hat diesen Illertissen-Spiel-International-Song ja gegrölt sozusagen. Das war ja immer wieder ein Klassiker. Ja, um mal in sportlichen Metaphern zu bleiben, unser heutiges Thema. Jetzt wird neu aufgestellt, denn am 14. Juni stellt nämlich Daniel Rosemann den neuen Kader von ProSieben und Sat.1 vor. Denn es kann nur noch besser werden, denn die nächsten Wochen werden ganz, ganz traurig. Also wir warten gespannt auf die Screenforce Days. Aber was uns ProSieben da aktuell auftischt jetzt in den nächsten 3-4 Wochen, das ist echt böse. Da muss man sagen, Sat.1 6%, nee, 4%, ProSieben 7,9%. Ihr geht auch den 6% entgegen. Das wird alles nichts mit dem Programm. Also es kommen legendäre Formate zurück. Ich gehe da mal schnell durch. Wie Wer ist das Phantom? Win Your Song. Die Herzschlagshow. Unglaublich. Spektakuläre Momente vor der Kamera. Oder die Klassiker. Joko gegen Klaas. Die beste Show der Welt. Das ist jetzt nur ProSieben. Sat.1 haut uns mit Formaten um wie die Gegenteilsshow. Kühlschrank, öffne dich. Du darfst nicht vergessen, doppelt kocht besser. Am Spätabend. Und das wird die auch 111 irgendwas. Wir warten schon auf die knattergeilen Kollegen. Und auch am Montagabend, mein Mann kann. Ja, richtig, stimmt. In der normalen Version des Vorabends, das wird auch wieder in die Primetime gehievt. Das verspricht wenig. Und natürlich der Dauerwiederholung von Navy CRS. Dienstags um 21.15 Uhr gefolgt von Die Quoten liegen auf dem Boden, aber wir haben keine einzige US-Serie, die wir sonst zeigen können. Bull. Ja. Das hat ja auch ein super Image, muss man sagen, mittlerweile. Bull. Hauptdarsteller. Was wurde ihm vorgeworfen? Mobbing am Arbeitsplatz oder was? Doch sexuelle Nötigung? Irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall nichts Gutes. Und wie es Sat.1 einfach das einfach weitermacht, als wäre da immer nie was da gewesen. Ja, was ja auch irgendwie, also ich verstehe auch nicht, warum Sat.1 das immer so aufstückelt, weil man hat jetzt ja auch vor kurzem gesehen, da kam ja dieses Serien-Triple, das hat ja super funktioniert. Warum man das nicht einfach beibehält? Oder warum man das nicht einfach... Warum dröselt man das so auf? Zeigt dann irgendwie eine neue Folge Navy CRS Hawaii und dann ist halt wieder... Guck mal, was er macht, liebes Publikum. Und ist uns auch egal. Oh, 21.15 Uhr, was mache ich mit dem Abend noch? Ja, das ist echt durchaus sehr fragwürdig, muss man schon sagen. Es ist ein ganz, ganz schlechtes Programm, muss ich gestehen. Ja, und du sagst es, die Quoten sind jetzt schon scheiße. Echt schlecht. Echt, also man muss sich mal überlegen, dass man innerhalb von 10 Jahren den Marktanteil halbiert hat bei Sat.1. Und jetzt, gut, man begründet das mit Sommerprogrammierung und Sparmaßnahmen, aber ein bisschen was aber auf der anderen doch Seite, rumkommen, oder? Aber auf der anderen Seite wird uns immer die ganze Zeit erzählt, ja, hier, wir müssen ins Programm investieren. Also man hört immer irgendwie seit 5 Jahren Sat.1 und ProSieben wollen ins Programm investieren und es kommt nichts bei rum. Ja, man hat immerhin die Verträge mit Joko und Klaas verlängert. Ist ja auch eine gewisse Programminvestition. Ja, aber wir hatten es ja mal zum Spaß auch durchgesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das Teil dieses Podcasts war, dass zum Beispiel... warum man nicht einfach mehr der Florida TV in die Hand gibt. Also warum nicht mal auch so einen Sechsteiler irgendwie Thomas Schmidt von der Redaktion, der trinkt ja, glaube ich, ganz gern Kaffee. Jakob Lund, meinst du? Oder Jakob Lund. Oder ja, genau, Jakob Lund. Der trinkt gerne Kaffee. Dann lässt man ihn doch einfach mal in so einem Sechsteiler, so Factual Entertainment, so ähnlich wie man es mit Harpe Kerkeling gemacht hat, der bei Vox diese Kleinstaaten besucht hat. Wieso besucht er nicht einfach mal irgendwie die besten Kaffeehäuser in Europa oder auf der Welt? Lässt vielleicht Thomas
der sich ja anscheinend mit Katzen auskennt. Die besten Echsenzüchter vorstellen. Wieso kriegt der nicht ein tolles Katzenformat? Also auch sowas wie bei Vox irgendwie das geheime Leben der Katzen. Ich weiß gar nicht, ob es da weitergeht. Da macht man dann so Katzen dieses Ding rum, zeigt es dann und der kann dann vielleicht noch was erzählen und dann hat man schon mal 12 Folgen mehr im Jahr und dann, weil die vielleicht auch so Reality-Trash-Fans sind, warum gibt es nicht so eine Art Talk am Samstag? Ich verstehe es einfach nicht. Und warum gibt's nicht, warum kauft man auch nicht wahllos endlich mal Dokumentationen ein von diesen ganzen ARD-ZDF-Doku-Filmer? Ja, ich habe auch im Moment das Gefühl, dass Florida da einfach sehr viel Eigenes auf die Beine stellt. Also man, weil du es jetzt sagst, mit, warum macht man nicht sowas wie mit Reality? Man hat jetzt ja auch, arbeitet auch mit Anja Rützel zusammen, Verbrechen am Fernsehen, den Podcast. Der ist ja eine, hat ja ein ähnliches Konzept, dass man halt solche Formate auseinandernimmt und die bespricht und die so ein bisschen ja auch veräppelt mit den Einspielern, die man da produziert. Das, da ist der Schritt für ein Fernsehformat, finde ich, nicht mehr ganz so weit. Zumal man mit Anja Rützler ja auch einen recht bekannten Namen hat. Ja, aber das Fränkische hat man leider aus ihr nach vielen Jahren Berlin immer noch nicht rausbekommen. Ja, sie muss es ja nicht zwangsläufig moderieren, aber Okay. Das Konzept steht ja. Redaktionsleiterin. Zum Beispiel. Das Konzept steht ja, dass es eine Art Gerichtsshow ist. Und dann wird halt über das Format gerichtet sozusagen, also eine Kritik verfasst. Und das kann man ja dann wunderschön auch noch eine Parodie auf Salisch und Wetzel von mir aus gestalten. Und das dann als so eine Art Late-Night-Programm noch, wenn Late-Night Berlin in der Sommerpause ist, beispielsweise mal machen. Warum nicht? Die Wege sind mittlerweile recht kurz eigentlich. Und ich muss mich auch bei unseren Zuhörern tatsächlich nochmal entschuldigen. Es tut mir wirklich leid, weil ich habe gesagt, das Sat.1-Programm hat wenig Highlights. Aber wir dürfen nicht vergessen, ab 18. Juni gehen die Special Olympics los, die erstmals in Deutschland stattfinden. Und deswegen zeigt Sat.1 jeden Tag im Vormittagsprogramm. Los geht's am Sonntag von 11.05 Uhr bis 11.10 Uhr, die besten Momente. Gefolgt von auch noch werktags die Special Olympics, die besten Momente von 10.55 Uhr bis 11 Uhr. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Also, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Das Sendezeit ist halt überschaubar. Ja, und man könnte es ja auch direkt nach dem Frühstücksfernsehen senden, damit man irgendwie noch Zuschauer mitbekommt. Aber nach der Ruhrpottwache und auf Streife, naja. Ja, und was kann denn Sat.1 eigentlich jetzt so ankündigen? Was kann man denn jetzt irgendwie im Juli starten? Weil der Juni, der verspricht ja nichts Gutes, außer unser Lieblingsformat Sat.1 Spezial, gefolgt von der Akte. Und bei Sat.1 Spezial hast du mir erzählt, da sitzt irgendwie Sat.1 Lieblingsanwalt Ingo Lenzner auf Mallorca und hilft. Der Kultanwalt. Es ist immer ein Qualitätsmerkmal, wenn er das als Kultanwalt bezeichnet wird. Ja. Ja, also das habe ich der Pressemitteilung von Sat.1 entnommen, dass er in S-Arenal, also quasi am Ballermann, hockt und dann eine Rechtsberatung geben möchte. Also direkt am Strand von S-Arenal. Heißt die Sendung dann Lenzen übernimmt Mallorca? Nee, die Strandkanzlei. Die Strandkanzlei, Heidenei. Ja, also da frage ich mich schon, was ist da los? Und die Akte kommt zurück, da bin ich gespannt, was man uns da für Service-Themen kredenzt. Ja. Ob man da wieder auf Mallorca geht und da wieder versucht, mal zu gucken, ob es sinnvoll ist oder ob man es kann. Wie sagt man, Liegen am Pool zu reservieren. Oder ob man wieder Koffer auf irgendwie aus 5 Meter Höhe von der Feuerwehr auf Boden runterfallen lässt und guckt, ja, okay, dann bleibt das Gepäck heil. Ja,
Ja, kleine Randnotiz dazu fand ich ja interessant. In der wohlgelobten Presselounge von Sat.1 steht immer noch Claudia von Brauchitsch als Moderatorin und ich, Ich Matthias gucke nochmal Killing. nach. Ja, immer noch. Immer noch, ja. Wir nehmen auch am Donnerstag, Mittag. Da, Aber ja. unsere Leser wissen ja des Öfteren, dass ich schon, weil ich oft die Mittwochsquoten schreibe und mir schon oftmals ein Malheur passiert ist, ich habe dann immer geguckt, wer ist bei Late Night Berlin zu Gast, habe das dann die Infos aus der Presselounge übernommen und wurde dann etwas anderem belehrt. Ja. Gut, ich bin gespannt auf die Akte. Aber wir wissen ja eh, dass die Pressearbeit heutzutage von ProSieben ja nur noch über Twitter gemacht wird, größtenteils. Ja, das ist richtig. Das ist Themenvorschau mittlerweile. von Zerwages und Oppenhövel, da braucht ihr Twitter. Richtig auch. Gerne auch zu anderen Zwecken braucht man immer Twitter. Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, inwieweit man auch die Schlagzahl erhöhen möchte, die man ja Anfang des Jahres angekündigt hatte, im Vergleich zum Vorjahr. Jetzt lässt man ja diese Urlaubsspezial-Urlaubschecks von der Akte-Redaktion produzieren. Also hat da schon mal auf jeden Fall 3 Stunden Programm am Donnerstag in den ersten Wochen. Ich muss gestehen, Und ich natürlich, finde. man muss bedenken, man hat ja aufgehört zu senden, die Akte am 17. November. Dementsprechend hat man 1,5 Monate Ende des Jahres schon, die kann man wieder reinholen, die man in den ersten 6 Monaten dieses Jahres verpasst hatte. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Titel nicht. Es hat ein Spezial, der Urlaubscheck. Irgendwie, als wäre das irgendwas Besonderes, als wäre das irgendwie so eine Breaking News. Das ist richtig, ja. Also ich freue mich auch auf Also Sat.1 diesen. hat wirklich beschissene Titel. Das ging schon damals los, als man Blitz ersetzte mit Sat.1 am Abend, gefolgt dann von den Boulevardmagazinen Push, Pin und endlich Feierabend oder jetzt Volles Haus. Volles Haus finde ich super. Echt? Da ist immer so viel Ja, los. es gibt nichts Schöneres, als wenn es richtig stressig im Zuhause ist und es richtig voll ist und keine Ruhe Nach herrscht. Das finde ich Feierabend toll. erstmal 20 Leute zu Hause und Genau. eine Küchenparty jeden Abend. Erinnert mich an die Simpsons irgendwie, oh, so, wo die Marge sagt, oh, so, so schön, sie feiern jeden Tag Silvester. Und der Typ dann einfach nur sagt, oh, ich wäre so gern tot. Ja, gut. Freust du dich denn dieser Tage eigentlich, dass Britt wieder zurück ist im vollen Haus? Nein, es war schon wieder schrecklich. Also es war schon wieder ein interessantes Thema. Es ging um Hypnose. Und man weiß immer beim Fernsehen nicht, ist das alles geskriptet oder nicht. Kennen die Leute sich untereinander und würde es sonst irgendwas. Natürlich gibt es nicht diese Show-Hypnose, oder die gibt es schon, aber es gibt verschiedene Arten von Hypnose. Man kann zum Beispiel in eine Hypnosesitzung zum Beispiel beigebracht bekommen, dass man nicht mehr grübelt. Die Frau, um die es da ging, die hatte Angst auf einer Leiter und irgendwie innerhalb von 5 Minuten hat der Hypnotiseur sie dazu gebracht, dass sie bis auf die Leiter hoch geht, obwohl sie schon auf Stufe 3 irgendwelche Probleme hatte. Ich Höhenangst, glaube ne? nicht, dass es so schnell funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Hypnose gar nicht aus. Ja, Aber ja, wie gesagt, so schnell also. glaube ich das persönlich jetzt auch nicht. Okay. Ja, gut. Aber Gott sei Dank. Jasmin Wagner, Britt Hagedorn sind wieder vereint. 1,2 Live auf Prozent. Sendung. Ja, die Quoten sind nach wie vor richtig schlecht. Auch Ingo Lenzen, der Kultanwalt, im Nachlauf, 4 Folgen lang, 2 Stunden Ja, aber das ist ja auch Vorabend, kein, ist ist ja auch auch kein nicht geiles gut. Programm. Also ganz ehrlich, wenn du auch schon, es gibt ja wirklich Sat.1-Fans, die stehen ja schon so ein bisschen auf dieses leicht schrottige Programm. Und dann verstehe ich nicht, warum man nicht eine Folge Lenzen übernimmt, eine Folge irgendwie Ruhrpottwache, dann irgendwie Ja, weil das schon am KF. Vormittag kommt, Fabian. Ja, aber Das kommt doch schon am Vormittag. Ich wollte gerade. Normalerweise wiederholst du doch als ja, Fernsehsender, wiederholst du doch am Vormittag ja eigentlich das Abendprogramm.
Das war ja eigentlich schon immer so. Aber du könntest ja wirklich eine Abwechslung machen, indem du halbstündige Formate machst. Jetzt hast du mal vielleicht irgendwann, ich sage es mal, 100 Folgen von Lenzen wiederholt. Und es wird halt pro Woche werden halt 20 Folgen dann jetzt auch wieder wiederholt, was halt irgendwie nicht sinnvoll ist. Also ich weiß halt auch nicht, warum dann immer Sat.1 so sinnlos Antworten hat. Also auch, dass man jetzt die ganze Zeit am Samstag Baywatch programmiert. Also das ist doch alles kein Konzept. Irgendwie hat man irgendwie festgestellt, darf nur noch 10 Serien im Programm haben. Oder gibt es da irgendwie eine neue Studie, die irgendjemand festgestellt hat, dass irgendwie mehr als 10 Sendungen die Leute verwirren? Also da muss man sich schon mal fragen, also warum man 4 Folgen Lenzen hintereinander sendet. Das war genauso, vor zwei Jahren, da hat man doch auch, glaube ich, Rolling oder auch so ein Quiz am Vorabend gehabt. Wo man 30 Folgen, ich weiß gar nicht mehr, man hat irgendwas mit 30 Folgen produziert und hat 45 ausgestrahlt. Also man hat zwischendrin halt einfach schon wieder Wiederholungen gezeigt. Wie soll denn da überhaupt irgendwie ein Rhythmus oder wie sollen da Zuschauer kommen, wenn du ja schon nach 30 Folgen eigentlich 3 Wochen Wiederholungen siehst? Ja, war das nicht bei der perfekten Minute auch so, dass es dazwischendrin auch mal Wiederholungen waren? Vielleicht war es die perfekte Minute. Es war auf jeden Fall auch ein älteres Format, das stimmt schon, was du sagst. Oder ich habe mir mal... Ja, was ich mir gerade gedacht habe, als du erzählt hast, dass das Sat.1 vielleicht einfach zu viel an das Konzept Fast Channel geglaubt und deswegen irgendwie samstags zum Baywatch Channel wird und unter der Woche jeden Tag zum Scripted Reality Sender. Also vom Paradigmenwechsel ist ja auch wenig übrig geblieben, muss man ja sagen. Ich habe mir ja zum Beispiel auch genial daneben das Quiz nochmal angeguckt. Das war echt scheiße. Ja. Und dann haben sie daraus genial oder daneben gemacht. Und das war ja noch viel schlimmer. Das kann man sich bei Join angucken. Guckt es euch an. Das ist echt schrecklich, wie man so eine Marke kaputt machen kann. Dass da keiner mal gesagt hat, nach 2 Pilotfolgen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja alles überhaupt nichts. Ja, und jetzt ist Hugo Egon Balder bei RTL 2. Weg ist er. Genau. Hat vielleicht bald eine gemeinsame Fernsehshow mit den Geissens. Die Geissens, Balder und Heller oder so. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Und Jörg Träger ist auch schon bei der RTL 2. Wird prominent und nützlich, im Gegensatz zu Sat.1. Gut, das war jetzt gemein. Aber Sat.1 wird immer unattraktiver und immer... Ja, belangloser, muss man sagen. Also der Eindruck verfestigt sich, den wir seit Wochen eigentlich schon haben. Und ja, muss ich mit Blick auf die Sommerprogrammierung muss man schon sagen, da kommt halt auch nichts, wo man sagt, oh, da freue ich mich jetzt drauf. Es ist ja zum Davonlaufen und die Leute machen es. Ja, es ist tatsächlich schrecklich und man muss ja auch mal sagen, wir hatten darüber die Woche vermeldet, dass Sky Comedy eingestellt wird. Und da fragen sich dann auch viele, ja, gibt jetzt Sky auf? Nee, es guckt einfach keiner. Fernsehen noch am Nachmittag. Ey, ganz ehrlich, am Mittwoch, dem 31.05. war die höchste Reichweite im ProSieben-Programm tagsüber vor TAF war Big Bang Theory mit 120.000 und ansonsten war es Two and a Half Men mit 110.000. Aber es gibt auch Tage, da krebst ProSieben mit 70.000 Werberelevanten rum. Das ist nicht mehr viel. Ja. Ja. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man vielleicht auch mal das Programm vielschichtiger aufbauen muss. Wenn man zum Beispiel zum ZDF rüberblickt. Ja. Da kommt das Küchenschloss, ist abwechslungsreich, Nachrichten, das stimmt. Bares für Rares, Nachrichten, Rosenheim, Kops, Boulevard. Nachrichten, Krimi, Nachrichten, Krimi. Ja. Genau, also das ist schon sehr vielschichtig und breit aufgestellt, das stimmt schon. Aber dieses Los hat sich ja Sat.1 und ProSieben ja selbst aufgelegt, indem man sich ja wirklich so aufstellt, dass man wirklich nur diese eine Zielgruppe ansprechen möchte. Und vor allem ist halt auch die Frage, was möchte eigentlich Sat.1? Künftig zwischen 10 und 16 Uhr senden.
nachdem man ja gesagt hat, dass man von diesen Scripted Realities keine mehr in Auftrag gibt. Also laufen jetzt die nächsten 10 Jahre die Ruhrpottwache auf Streife und Klinik am Südring. Laufen die jetzt in Dauerwiederholung? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wird es halt einfach Scripted Reality, die Sitcom von Sat 1. So. Was ProSieben mit Big Bang macht, macht Sat 1 mit auf Streife. Ja, aber das ist doch kein Programmkonzept. Also ganz ehrlich, das sehe ich echt schwarz. Ja. Ja, also ich stimme dir vollkommen zu. Ich bin auch ratlos, was da kommen mag. Es ist du findest mich sprachlos vor. Ja, das Einzige, was demnächst mal irgendwie im Programm zu sehen ist, ich glaube irgendwie ab Juli oder wann ist Beauty and the Nerd eingeplant, hatten wir doch kurz vermeldet. Das ist dann am Donnerstag, das ist dann der Donnerstag nach Unglaublich. Also es ist ja das Finale von Germany's Next Topmodel. Und dann ist einmal Clipshow mit Unglaublich und dann geht's weiter mit Beauty and the Nerd, wenn ich richtig bin. Kann das sein? Das ist irgendwie auch eine seltsame, ja genau, es ist eine seltsame Programmierung. Das ist irgendwie auch so geil. Du machst erst das Finale von Topmodel und sagst, hey, nächste Woche gibt es erstmal Unglaublich, aber in 2 Wochen, da gibt es endlich The Beauty and the Nerd. Also geht nächste Woche mal vielleicht zu RTL. Vielleicht haben die auch was Geiles im Programm. Das Finale der Conference League. Ist das Donnerstag oder Mittwoch? Das ist doch Mittwoch. Achso, na gut. Ja, es gibt viel zu tun, muss man sagen, bei ProSieben Sat.1. Glaubst du, jetzt mal ernsthaft, glaubst du, das Programm wird noch mal besser unter Daniel Rosemann oder sagst du, wie ich auch in meinem Vorbericht zur Screenforce Days behaupte, es bringt nichts, wenn einer 2 Sender verwurschtelt. Wir haben ja ein ähnliches Problem bei Vox. Der Sender wird ja auch nur kommissarisch mit irgendwie geführt, hat keinen eigenen Chef, keine Chefin und Vox hat jetzt auch ein Jahr Stillstand gehabt. Ja, aber im Gegensatz zu Sat.1 funktioniert ja Vox, wenn es kommissarisch verwaltet wird. Einigermaßen gut. Immer noch, genau, ja. Immer noch ja. 7%. Da hat man in den letzten Jahren immer mal so 6,9, 7,1 gehabt. Bei ProSieben Sat.1, da frage ich mich wirklich, was da jetzt langfristig das Konzept ist, weil man ja irgendwie, ich habe so das Gefühl, das Geld falsch investiert. Also so schön es ist, dass die inzwischen ihr eigenes Nachrichtennetzwerk haben. Sie haben 15 Minuten. Aber man Minuten. Sieht ja nichts davon, muss man ja auch irgendwie sagen. Ja, also ich gucke nicht präsent im Programm und ich gucke jetzt nicht. Ich habe jetzt ja auch keine Schlagzeilen. Bitte? Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, oh, ich gucke jetzt erstmal die Kabel 1 News, dann Newstime und dann gucke ich mir die Sat.1 Nachrichten an. Übrigens ProSieben Sat.1, ihr habt versprochen, im Mai haut ihr mal das neue Studio und den neuen Namen raus. Das habt ihr auch nicht gemacht. Das ist richtig, ja. Das könnte dann vermutlich ein Thema bei den Screenforce Days werden. Ansonsten, ja, also es ist ja auch schon interessant, nochmal zum ProSieben-Programm zurück. Also, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum Joko mit The World's Most Dangerous Show bei Amazon gelandet ist. Warum? Geht ja so ein bisschen in die Richtung ein Factual-Format. Und ProSieben hat vor allem sieht. Gefühlt 15 Monate immer gesagt, ja, wir haben doch damals diese 6-Stunden-Doku aus dem Krankenhaus gezeigt. Und uns waren die Quoten so egal, aber dann irgendwie The World Most Dangerous Show läuft jetzt bei Amazon. Irgendwie war das ein komischer Move. Ja, da, also ich fand es, es wurde ja angekündigt, kurz nachdem Joko und Klaas den Exklusivvertrag mit ProSieben unterschrieben hatten, da war ich dann auch so kurz gestorben, so, hey, das hat ja gar keinen Sinn jetzt. Wollte das ProSieben scheinbar nicht, oder ist man als Joko direkt oder als Florida direkt
gar nicht erst zu ProSieben gegangen, weil man das gar nicht dort platzieren wollte. Ist halt die Frage. Aber sich dann auch exklusiv an ProSieben zu binden, ist dann irgendwie auch ein komischer Move. Von daher ist es irgendwie nicht ganz schlüssig in meinen Augen. Aber ja, es ist. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt nur eine einmalige Sache ist, dass ProSieben seine Programmstrecken vor der Primetime verkauft. In den kommenden Wochen zeigt man da die Zukunftstrends der Sparkasse. One Tomorrow, eine Initiative des ProSieben-Sat.1-Konzerns und stellt effektiven Klimaschutz und nachhaltige Finanzplanung vor. Das ist ja auch. Das klingt ja so, dass die Sparkasse sich da eingebucht hätte und gesagt, ja, wir zahlen euch Geld hier und machen da was. Und ProSieben ist so verzweifelt, dass sie das auch noch annehmen. Also das ist ja. Das bin ich aber wirklich auch gespannt, ja, was das werden soll. Auch. Das kennt man ja von Putzpink Blank, die große Henkel-Putz-Challenge. Und davor gab es ja schon die Asbach Partykeller des Jahres. Ja, richtig. Aber das ist ja noch irgendwie. Ja, das, also für mich klingt dieses Sparkassen-Zukunftstrends-Format irgendwie so wie so ein Werbefernsehen. Das andere ist, würde ich jetzt nochmal ein bisschen eher unter Sponsoring einbuchen. Weil ich verbinde jetzt auch nicht unbedingt Asbach mit einer Hawaii-Bar. Also der Weg, den muss man mir auch noch aufzeigen. Aber gut. Dementsprechend, also das ist sehr verwunderlich einfach. Ich muss sagen, der einzige Sender, der in den letzten Tagen seine Hausaufgaben so ein bisschen gemacht hat, ist Kabel 1. Und die Kollegen von Kabel 1 Classics, die jetzt zum Countdown von Indiana Jones und das Rad der Zeit. Ist es eigentlich das Glücksrad? Weiß man das schon? Ja, wahrscheinlich. Der Preis ist heiß. Ja, schon. Dass sie die vier alten Filme rauskramen, mittwochs um 18.35 Uhr und danach nochmal die Originalfilme laufen lassen, das ist eine gute Programmplanung. Da kann man dann auch direkt in den Kinosaal. Das finde ich wiederum gut. Da muss man sagen, da hat sich der eine oder andere Gedanken gemacht. Ja, das ist richtig. Aber warum eigentlich bei Kabel 1 Classics und nicht bei Kabel 1? Da läuft, wie heißt das? Achtung, Kontrolle, wir kümmern uns. Achso, na gut. Da laufen zum Beispiel, ich kann dir die Themen auch schon sagen, Großeinsatz, Verkehrsunfall, Polizei Bremerförde, fliegende Töpfe im Europapark, Foodloop Rust oder Schleppen fürs Schlemmen, Foodtruck Festival Nürnberg. Oh, guck mal, die waren da, wo du da warst. Da habe ich kein Kamerateam gesehen. Vielleicht ich war Sonntag da. Da haben sie nicht Sonntag. Ja. Aber als ich dort war, kurze Off-Topic, fand ich interessant. Ich habe bei einem Foodtruck habe ich nach einer zweiten Gabel gefragt, weil ich das mit meiner Freundin teilen wollte. Hat man mir gesagt, nee, das geht nicht, weil das ist alles abgezählt. Es gibt genauso viele Schüsseln wie Gabeln und im Moment geht's zur Neige. Fand ich irgendwie auch interessant. Aber gut. Vielleicht. Ich ertappe mich immer, wie ich in chinesischen oder thailändischen Restaurants immer nach Gabel und Messer frage. Aha. Dann werde ich immer angeguckt von meiner Begleitung, die halt mit Stäbchen essen kann und dann sage ich, ja, ich bin Deutscher. Warum soll ich lernen, mit Stäbchen zu essen, wenn ich in Deutschland lebe und aufgewachsen bin? Ja, das stimmt, aber man kann ja, das ist jetzt nicht so schwierig. Kann man doch, ich kann es überhaupt nicht. Überhaupt echt? Nicht. Ich glaube, in Butlers war es oder so, habe ich eine Hilfe gesehen. Das steckt man sich hinten an die Stäbchen ran. So ein kleiner Teddybär gewesen, so ein Aufsatz. Und so lernen dann Kinder in Asien. Das Stäbchen mit dem Stäbchen essen. Genau, im Asiamarkt war es sogar. Im Asia-Supermarkt war es. Du kannst auch natürlich Messer und Gabel verwenden. Ja. Ja, das Programm, das wird bei ProSieben spannend. Ich freue mich schon. Ich hoffe, wir können dann gleich noch
ein Special produzieren, was es next, was es alles im Juni und im Juli bei Netflix gibt. Ja, gut. Ach Gott, es ist traurig. Wollen wir zusammen weinen? Nein. Wir es machen ist ja einfach was anderes. Wir gucken einfach nicht seit einem Impossible. Ja, aber es macht spannendes. Aber es macht leider wahnsinnig viel Spaß bei Sat.1 volles Haus anzugucken. Jedes Mal, wenn das Thema interessant wird, dass es dann abwirken. Zum Beispiel hatten sie irgendeinen Prinz von Schaulippe oder so interviewt und bei Bunte Live. Mhm. Und da haben sie halt das Haus gezeigt und dann sagt er, ja, er ist frisch verheiratet mit einer Iranerin. Und dann spielen die auch so klassische Musik zueinander und sagen dann, ja, das machen wir jeden Abend. Und du denkst dir, okay, das ist kein durchgeknallter Prinz aus Deutschland, sondern der hört sich ja interessant an, der kann vielleicht irgendwas. Und es kommt vielleicht ein bisschen was über klassische Musik. Nein, abgewürgt, nächstes Thema. Und dann wird zum Beispiel diskutiert man doch darüber, dass der ehemalige Personenschützer von Lady Di, der seit 25 Jahren keinen Job mehr dort hat, also nicht in der Familie engagiert ist, dass der halt ein Interview gegeben hat. Ja, Prinz Harry und Meghan werden sich trennen. Und dann wird erst die ganze Zeit so diskutiert und dann kommt irgendwie so raus, ach ja, der hat aber in der Presse keinen guten Ruf, weil er keine Ahnung von sowas mehr hat. Wo du denkst, ja, warum bringt ihr dann den Scheiß? In dir steckt schon ein kleiner Masochist, gell? Ja, das muss beim Fernsehen auch sein. Ja. Gutes wie schlechtes Fernsehen. Da hast du wohl recht. Es gibt ja auch einfach auch TV, also es gibt ja auch Filmkritiker und die sagen halt einfach, was ich an schlechte Filme gesehen habe, ist der Wahnsinn. Ja, gut. In diesem Sinne gucke ich noch schnell auf die TV-Starts der nächsten Tage, um euch ein bisschen was mit an die Hand zu geben. Denn es geht weiter. Ja, schon heute oder gestern mit dem zweiten Teil der vierten Staffel von The Manifest. Und nächste Woche Donnerstag die vierte und finale Staffel von Noch nie in meinem Leben. Und Paramount zeigt Kohlraben schwarz, das muss auch ganz gut sein. Und wenn ihr auf was ganz Neues Bock habt, dann empfehle ich euch bei Netflix am 9.6. Questo mondo non mi rende capito. Gesundheit. Bitte was? Genau. In diesem Sinne. Bis bald. Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende.